Wir reden in diesen Tagen wieder wahnsinnig viel über den Krieg in der Ukraine. Ich finde, es ist wichtig, dass wir hingucken, dass wir uns kümmern, dass wir auch immer wieder klar machen, dass wir solidarisch an der Seite derjenigen stehen, die völkerrechtswidrig von Wladimir Putin und der russischen Armee angegriffen werden. Aber ich sage euch auch, ich erlebe in diesen Diskussionen ganz viele, die kommen mit ganz einfachen Antworten und Lösungen. Zum Beispiel diejenigen, die sagen, wir liefern einfach ab morgen keine Waffen mehr und dann gibt es übermorgen Frieden in der Ukraine. Das ist völliger Quatsch und das ist falsch. Und deswegen lasst mich in diesem Video ein paar Sachen mal sehr grundsätzlich zum Krieg in der Ukraine sagen. Es ist sehr, sehr klar, Wladimir Putin ist der Aggressor. Er hat die Ukraine überfallen, er hat das Völkerrecht gebrochen, er besetzt völlig zu Unrecht ukrainisches Gebiet und es ist völlig klar für uns, er muss aus der Ukraine wieder verschwinden. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Bundeskanzler Olaf Scholz ab und an mal mit ihm telefoniert. Wir sind heute mit Abstand der größte europäische Unterstützer der Ukraine. Politisch, wenn es zum Beispiel um den Beitrittsprozess der Ukraine in die Europäische Union geht. Wir tun das finanziell, wenn es zum Beispiel darum geht, den Wiederaufbauprozess auch jetzt schon in der Ukraine zu unterstützen. Und wir tun das natürlich auch militärisch, indem wir Geld zur Verfügung stellen. Beispielsweise dafür, dass Munition gekauft werden kann in Drittstaaten, aber auch indem wir selbst riesige Milliardenbeträge als Bundesrepublik geben, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Und diese Unterstützung, politisch, finanziell und militärisch, die wird weitergehen. Die wird so lange weitergehen, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht. Und das auch vor dem Hintergrund, dass ich persönlich glaube, Putin würde nicht aufhören, wenn er in der Ukraine erfolgreich ist. Ich habe mit unseren Freunden in Polen, mit unseren Freunden auf dem Baltikum geredet, die große Sorgen dafür haben, dass sie vielleicht die Nächsten sind, dass sie dann auch angegriffen werden. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Europa solidarisch zusammensteht, dass wir selbst aber auch ganz viele Schritte gehen, wie wir stärker werden können. Deswegen 100 Milliarden Sondervermögen hier in Deutschland, dass wir die Bundeswehr stark machen. Ich bin Boris Pistorius dankbar dafür, was er gerade alles macht, um Deutschland wieder verteidigungsfähig zu machen. Und dann geht es auch darum, dass wir im Bereich der Diplomatie unterwegs sind. Wenn ich heute mitbekomme, dass Menschen sagen, das eine ist die militärische Unterstützung und das andere ist die Diplomatie und beides passt nicht zusammen, dann sage ich, das ist völlig falsch. Diplomatie und militärische Stärke sind zwei Seiten einer Medaille. Für die SPD hat das schon immer zusammengehört, übrigens auch bei Willy Brandt und bei Helmut Schmidt. Da war der Verteidigungsetat wahnsinnig hoch, 3,5% des Bruttoinlandsproduktes. Aber am Ende waren es auch gute Diplomaten, die die Hand ausgestreckt haben, die Frieden gesucht haben. Und das will ich auch nochmal in dem Kontext der Debatte sagen, die ich jetzt die letzten Tage erlebt habe. Rolf Mützenich hat deutlich gemacht, dass wir weiter Waffen liefern werden. Er hat klar gesagt, dass wir nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden werden. Das ist natürlich nicht hier aus Deutschland, aus dem Kanzleramt oder aus dem Élysée-Palast in Frankreich oder aus dem Weißen Haus in Washington irgendwelche Pläne für die Zukunft der Ukraine gibt. Darüber entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst. Aber das, was Rolf Mützenich gesagt hat, ist, dass wir doch auch in Deutschland neben der Debatte um Waffen auch mal drüber nachdenken müssen, wie kann eigentlich Frieden geschaffen werden und wie kann das gelingen? Wenn ich im Land unterwegs bin, dann treffe ich viele, die fragen mich, könnt ihr verhindern, dass dieser Krieg auf Deutschland, auf die Europäische Union überschwappt? Das treibt die Menschen um. Und gerade deswegen muss die Politik sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland seit Tag 1 des Krieges, der ausgebrochen ist, die Ukraine unterstützt. Dabei hat der Bundeskanzler immer nach drei Prinzipien gehandelt. Erstens, wir stehen an der Seite der Ukraine und das tun wir umfassend und konsequent. Zweitens, wir werden als Deutschland selbst nicht Kriegspartei. Und drittens, wir stimmen uns international ab. Und ich will euch das sehr klar sagen, ich bin froh, dass der Kanzler so besonnen handelt, dass er sich nicht von Umfragen leiten lässt, dass er sich nicht in so manche hysterische Debatte reinwirft, sondern dass er immer wieder klar macht, nach diesen drei Prinzipien handelt er und sehr konsequent. Und dass er natürlich auch den Kontakt sucht zu anderen Ländern, dass er damals nach China gereist ist und dass er sich mit Xi Jinping hingestellt hat in einer Pressekonferenz und man das gemeinsame, klare Signal an Putin gesetzt hat, kein Einsatz von Nuklearwaffen. Da haben manche in Deutschland drüber gelächelt. Und heute können wir froh sein, dass er das gemacht hat. Das sind alles Sachen, die mit der Besonnenheit des Kanzlers zu tun haben. Und ich glaube, man muss vieles auch vom Ende her denken. Übrigens, das, was ich als Parteivorsitzender gemacht habe, zusammen mit dem Parteivorstand, ist, dass ich unsere Russlandpolitik aufgearbeitet habe. Wir haben Fehler gemacht die letzten Jahre. Da stehen wir auch zu. Das haben wir offen benannt. Das haben wir in einem langen Prozess auch sehr detailliert ausgearbeitet, ausgesprochen, aufgeschrieben und Konsequenzen daraus gezogen. Wir haben als SPD gesagt, künftig muss Sicherheit in Europa vor Russland organisiert werden.
und nicht mehr, wie es so lange hieß, mit Russland organisiert werden. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass wir unsere Nord-Süd-Politik neu ausrichten, dass wir Bündnispartner in Afrika, in Asien, in Lateinamerika suchen, dass wir mit denen enger zusammenarbeiten und dass wir strategische Partnerschaften stärken, gerade weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Russland da überall unterwegs war, dass Russland überall Angebote gemacht hat und dass wir am Ende das attraktivere Angebot sein wollen und Staaten auch auf unsere Seite ziehen wollen, um mit denen freundschaftlich und solidarisch und fair zusammenzuarbeiten. Okay, das war jetzt mal ein längeres Video. Danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Aber das, was wir außenpolitisch erleben an Umbrüchen, das ist wahnsinnig komplex. Es passiert so viel auf der Welt gerade und ich verstehe, dass vieles die Menschen frustriert, dass man nicht hinterherkommt, dass man Sorgen hat, dass man verunsichert ist. Aber es gibt keine einfachen Antworten auf diese komplexe Situation. Aber seid sicher, wir als SPD wollen, dass unser Land gut durch diese Zeit durchkommt. Wir wollen ein starkes Europa und wir wollen Frieden für die Ukraine.